Hallo, heute testen wir mal eine französische Combat Ration Einmalpackung, ein französisches EPA. Schauen wir mal rein, was da drin ist. Ich werde mich heute den ganzen Tag von dem EPA verpflegen. Was erwartet man da? Wahrscheinlich Froschschenkel in Knoblauchsoße, Crêpe Suzette und vielleicht ein Rotweinpulver zum Auflösen und Camembert aus der Tube. Jetzt lassen wir uns mal überraschen, was da drin ist. Eingeschweißt in Plastik gegen Feuchtigkeit. Steht schon mal drauf, ohne Schweinefleisch. Ich werde jetzt nochmal reinfilmen, dass wir das sehen, was da alles drin ist. Hier heize ich jetzt schon mal mein Wasser vor für Tee, Kaffee oder warmen Rotwein. Schauen wir mal, was drin ist. So öffnet sich also diese Verpackung dieses französischen EPA. Ist haltbar bis Juli 2017. Hier haben wir schon mal Biskuits aus Cerealien. Große Packung, also französische Panzerplatten. Hier haben wir ein Müsli. Müsli und Milch, wahrscheinlich wird es mit Wasser aufgefüllt. Hier hinten ist die Beschreibung. Vier Karamells, so wahrscheinlich Bonbons. Eine Kartoffelsuppe. Eine kleine Packung Tempos. Was wird das was sein? Poulette. Poulette ist wahrscheinlich Huhn. Huhn in der Dose. Grüner Orient-Tee, Kaffeepulver, Kakao. Also Warmgetränkeverpackung. Das ist typisch französisch. Crème brûlée aus der Dose. Verschiedene Riegel, Früchte, Nougat-Riegel, Stück Schokolade, noch ein Früchte-Riegel, also sehr viele Riegel. Das ist anscheinend Erdbeermarmelade im Schlauch. Ein ISO-Getränk zum Ausgleichen des Flüssigkeitshaushaltes. Und hier zwei Konserven. Pommes de terre. Haltbar bis 2018. Schaut aus wie so eine Heringsdose, 300 Gramm. Und ein zweites Gericht, wie gesagt ohne Schwein. Mit Abbildung drauf, was drin ist. Irgendwas mit Cranberries. Das werden wir uns mittags schmecken lassen und abends. Und hier, siehe da, die französische Version des Esbit-Kochers. Da hätte ich meinen schwedischen Kocher gar nicht aufbauen brauchen. Jetzt werde ich mir erstmal ein Warmgetränk machen und dann entscheiden, was es zum Frühstück gibt. Ich habe mich jetzt entschieden für Instant-Kaffee aus Frankreich als Getränk. Ich tue ein bisschen kaltes Wasser drauf, dass man schneller trinken kann. Dazu ein Müsli. Das mache ich mit Wasser an. Und französische Panzerplatten
mit Erdbeermarmelade. Es sind zwei Varianten von Keksen drin. Einmal gesalzene, Bitug, und einmal Cerealien süß. Die Marmelade schmeckt sehr gut. Die Kekse sind auch nicht verkehrt. Kaffee schmeckt wie Nescafé nach Urlaub. Eine praktische Sache mit der Marmelade. So sieht das Müsli aus mit dem Milchpulver. Ist natürlich noch mehr drin, aber ich esse jetzt nicht die ganze Packung. Müsli ist gut, nicht zu hart, sehr viel Fruchtanteil. Feuer aus. Das war jetzt das Frühstück. Ich muss sagen, gut. So, es ist Mittagszeit. Es geht jetzt weiter mit dem Mittagessen aus der Verpflegung der Grande Armée, dem französischen EPA der Kombatration der Franzosen. Ich zeige euch gleich, für was ich mich zum Mittag entschieden habe. Das Frühstück hat sehr gesättigt. Ich bin immer eigentlich, habe noch keinen Hunger auf das komplette Müsli mit Trockenmilch und Früchten und den Keksen mit der Marmelade. Da habe ich lediglich zwei kleine Päckchen der Hartkekse gegessen. Ich bin eigentlich immer noch satt, hält gut vor. Jetzt zeige ich euch, was ich mir Mittag machen werde aus der Verpflegungspackung. Zum einen werde ich diese Kartoffelsuppe kochen. Ihr gebt ein Viertel Liter Kartoffelsuppe. Das ist meine Vorspeise. Als Hauptgericht gibt es Strauß mit Cranberry-Soße. 300 Gramm Packung. Trinken werde ich ein isotonisches Getränk, das löse ich mir da im Wasser auf. Vorbereitet habe ich auch schon den Espit-Kocher. Der kommt als flache Blechplatte, also so aufgeklappt in der Packung. Dieses Teil ist auch noch zum Biegen, das ist auch flach. Das ist ein Halter für diese Dosen, damit man es über den Espit-Kocher hängen kann. Und drei so Päckchen Espit-Tabletten sind dabei. Außerdem war noch Salz und Pfeffer in der Kocherpackung. Wasseraufbereitungstabletten, die brauche ich nicht. Ich koche, und als Nachspeise gibt es, bevor ich es vergesse, diese Creme Brûlée aus der Dose. Und das ist dann mein ganzes Menü. Ich werde das jetzt bald alles fertig kochen. Es würde zu lang dauern, das aufzunehmen. Und wenn es fertig ist, zeige ich es euch und werde es verspeisen. Also der Espit-Kocher, der französische, ist absoluter Schrott. Wenn man den auf eine Unterlage stellt, die leicht entflammbar ist wie dieses Holz, fängt sofort Feuer. Also der deutsche wesentlich besser. Ich muss jetzt einen Stein unterstellen, weil das funktioniert nicht. Jetzt die Kartoffelsuppe mit dem Espit-Kocher. Er entwickelt eine ganz schöne Hitze.
strahlt aber voll nach unten ab, also mehr wie schlecht. Das ist der schwedische Kocher. Das habe ich gerade draufgestellt und fängt sofort zu kochen an. Also das Ding ist eigentlich die bessere Variante. Das ISO-Getränk vorab gleich mal super süß. Habe schon mal einen Schluck genommen. So, jetzt werde ich mal die Kartoffelsuppe probieren. Ist sehr würzig, sehr scharf. Gleicht bestimmt den Mineralienhaushalt aus. Macht aber bestimmt riesigen Durst. Das ISO-Getränk. Sehr süß, übersüß, schmeckt nicht. Jetzt muss ich mal den Strauß von der Flamme nehmen. Also wenn es sehr heiß ist, bekommt man wahrscheinlich riesigen Durst auf die Suppe. Geschmacklich aber gut. Jetzt machen wir uns mal über den Strauß hier. Spiralnudeln, Soße und sehr große Stücke Fleisch. So sehen die Nudeln aus. Man schmeckt die Cranberry-Soße raus, sehr geschmackvoll. Seht mal, so riesige Stücke Straußenfleisch sind da drin. Ungefähr 5 bis 6 Stück. Sehr trocken und faserig. Schmeckt aber, kann man durchaus essen, sehr gut. Kann man gut mit Appetit essen. Pfeffer ist natürlich auch dabei. Ich esse jetzt mal in Ruhe fertig und dann machen wir noch den Nachtisch. Fehlt jetzt bloß noch die Nachspeise, die Creme Brûlée. Die schaut nicht so toll aus, wenn man sie aufmacht. Ich werde es mal probieren. Sehr süß. Energieträger halt. Wenn man Hunger hat. Ein Dessert. Das war's, Mittagessen. Es ist jetzt Abend, 6:30. Ich habe mich den ganzen Tag von dem französischen Ehepaar ernährt. Bin voll gesättigt. Jetzt steht das Abendessen an. Fürs Abendessen habe ich mir das letzte große Fertiggericht aufgehoben. Thon, Pomme de terre, also Thunfisch mit Kartoffeln. Die werde ich mir jetzt dann zubereiten. Das zeige ich euch auch noch. Die Streichhölzer waren auch drin. Stil echt französisch. Eine Seite Eiffelturm, andere Seite Arc de Triomphe. Ich werde das jetzt kochen. Und danach machen wir
das Resümee zu der französischen Combat Ration der Grande Armée. Und ich erzähle euch, was gut und was schlecht war. Bis gleich. Also jetzt zum Abschluss gibt es diesen Thunfisch mit Kartoffel. Schaut sehr lecker aus, mit viel Gemüse. Schauen wir mal, wie der Geschmack ist. Äußerst lecker für ein Fertiggericht. Sehr schmackhaft. Schmeckt auch nicht alt, schmeckt sehr gut und frisch. Das ist übrigens ein schwedischer Faltbecher, sehr praktisch für Camping und Trekking, habe ich schon 15 Jahre. Und jetzt gibt es noch was dazu. Stilecht, wie es von Franzosen gehört. Vin Rouge. Gleich ist noch besser. Bis gleich zum Fazit. Also mein Fazit zu dem französischen Ehepaar. Die Fertiggerichte sind hervorragend, das ist mal positiv. Die Hartkekse sind gut. Die Packung ist so ausreichend, wenn man ein bisschen mit Verstand isst und sich das Essen einteilt, dann kann man damit 2 Tage auskommen anstatt 1 Tag, wenn man alles isst und nichts wegschmeißt. Was mir nicht geschmeckt hat, das war das ISO-Getränk, das war widerlich süß, das hat ungenießbar geschmeckt. Dann, was noch schlecht war, waren die Energieriegel. Also das hat mit unserem Verständnis von Energieriegeln nichts zu tun, das war mehr Konfekt. Das war alles sehr zuckrig, übersüß. Mehr schon pralinenartig, wahrscheinlich französischer Geschmack, das hat nichts mit der Müsli oder Energieriegel zu tun. Reiner Zucker, schnelle Energie, aber ansonsten kannst du das vergessen. Was fehlt, was ich gerne drin hätte, wäre so eine kleine Flasche Rotwein, das wird die ganze Sache abrunden. Natürlich in keinem Ehepaar mehr vorhanden, unverständlich, eine Schachtel Zigaretten. Die manches Mal die Stimmung aufhellen kann, die man zum Tauschen nehmen kann, zum Knüpfen von Freundschaften. Fehlt alles, gibt es nicht mehr. Das war's. Ich werde mir diese französischen Einmalpackungen besorgen, noch etliche, als persönlichen Vorrat im Keller, weil ich sie für empfehlenswert halte. Und auch preislich sind sie okay, kosten so um die 15 Euro. Für einen Tag essen, 2 Tage essen. Also für mich gibt es klar einen Daumen hoch. Die Grande Armée hat hier eine hervorragende Verpflegung. Das war's, bis zum nächsten Mal.